Dann kommen wir jetzt zu der vierten Lerneinheit, in der werden wir uns mit unterschiedlichen sogenannten Wahrscheinlichkeitsverteilungen beschäftigen. Das heißt, aufgrund von theoretischen Annahmen können wir jetzt Formeln konstruieren, mit denen wir Wahrscheinlichkeiten ausrechnen können. Die unterschiedlichen Annahmen, die dem Ganzen dann zugrunde liegen, könnte man folgendermaßen beschreiben. Wir können beispielsweise das Ziehen von Karten aus einem Kartenspiel modellieren, wobei es dann noch einen Unterschied macht, ob man die Karten zurücksteckt oder nicht. Also beispielsweise Fragen wie die aus dem Lotto, aus einer Urne mit 49 Kugeln werden halt 6 Kugeln gezogen. Sie haben 6 Kugeln vorher ausgewählt und es ist die Frage, ob von den 6 Kugeln, die gezogen werden, 3 beispielsweise dem entsprechen, was Sie vorher ausgewählt haben. Das wäre dann ein Ziehen ohne Zurücklegen. Wenn wir beispielsweise, das ist eine Aufgabe, die gelegentlich in der Klausur drankommt, beispielsweise Erdölexplorationen betrachten und dann zum Beispiel aus vorhergehenden Untersuchungen wissen, dass 20% der Probebohrungen auch zu einem Ergebnis führen, dann kann man sich fragen, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass bei 6 Probebohrungen 2 erfolgreich sind. Das wäre dann sozusagen ein Ziehen mit zurücklegen, weil jedes Mal die gleiche Situation wieder eintritt. Eine dritte Wahrscheinlichkeitsverteilung beschäftigt sich mit der Frage, was passiert, wenn Ereignisse oder Wahrscheinlichkeiten auf bestimmte Größen bezogen werden. Also beispielsweise in einem Callcenter kommen pro Stunde 10 Anrufe. Im Mittel. Und jetzt möchte ich gerne wissen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten 5 Minuten kein Anruf kommt. Oder ein Beispiel aus der Automobilindustrie, aus Projekten, an denen wir mit meinem Labor mal beteiligt gewesen sind. Auf der Oberfläche von Karosserieblechen weiß man, dass beispielsweise auf 10.000 Quadratmeter gepresste Karosseriefläche, sagen wir mal als Zahl, 5.000 Oberflächenfehler vorkommen, die dann hinterher möglicherweise nachbehandelt werden müssen. Es werden Teile gefertigt, die sind 1,5 Quadratmeter groß. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teil von 1,5 Quadratmetern fehlerfrei ist oder höchstens einen Fehler hat, wenn im Mittel 5.000 Fehler auf 10.000 Quadratmetern auftauchen? Das wäre dann die sogenannte Poisson-Verteilung und eine der wichtigsten Verteilungen ist ja die Gaußsche Normalverteilung und da werden wir uns mit solchen Fragen beschäftigen wie der. Sie arbeiten in einer Firma, die Produkte herstellt und eins von meinen Lieblingsbeispielen ist ja immer die Firma, die elektrische Widerstände herstellt und wenn Sie die elektrischen Widerstände mit 100 Kiloohm Sollwert fabrizieren wollen, dann kommen auch Widerstände mit 100 Kiloohm Wert heraus, aber nur mit 100 Kiloohm im Mittel und die Werte können streuen, sagen wir mal mit einer Streubreite von 5 Kiloohm und dann ist die Frage, wenn das Ganze jetzt entsprechend der Gaußschen Normalverteilung aufgebaut ist und die 5 Kiloohm sind die Standardabweichung, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde, der Werte haben möchte zwischen 90 und 110 Kiloohm, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Werte außerhalb dieses Bereiches produziert werden? Oder für die Biertrinkerinnen und Biertrinker, wir haben ja hier in der Region auch eine lokale Brauerei, diese Brauerei füllt Bierflaschen ab und wenn das bei der Abfüllung von Bierflaschen, der Sollwert, sagen wir mal, mit einer Standardabweichung von 2 Millilitern erreicht werden kann. Und in der Flasche sollen 0,5 Liter drin sein. Auf welchen Mittelwert muss man die Abfüllung stellen, dass hinterher höchstens 1% der Flaschen untergewichtig ist bei einer Standardabweichung von 2 Millilitern? Das sind so Fragen, mit denen wir uns dann jetzt beschäftigen werden. Und insofern haben wir also jetzt die Aufgabe, diese 4 Wahrscheinlichkeitsverteilungen,
die Normalverteilung, die Poisson-Verteilung, die sich mit Ereignissen pro Fläche, Ereignissen pro Zeit und so weiter beschäftigt, der hypergeometrischen Verteilung, die das Ziehen ohne Zurücklegen und die Binomialverteilung, die das Ziehen mit Zurücklegen beschreibt. Mit diesen Wahrscheinlichkeitsverteilungen werden wir uns jetzt beschäftigen. Und das sind dann eben die Kapitel 2, 3, 4 und 5. Bevor wir damit beginnen, muss ich noch kurz drei Begriffe erklären, die aus der sogenannten Kombinatorik stammen. Und die Kombinatorik ist ja die Lehre vom richtigen Zählen. Und da beschäftigen wir uns mit so Fragestellungen wie der: 10 Pferde sind am Start, 3 Pferde können auf die ersten 3 Plätze kommen. Und es ist natürlich wichtig, welcher von diesen Zossen kommt auf Platz 1, auf Platz 2, kommt auf Platz 3. Wie viele Möglichkeiten gibt es, aus diesen 10 Pferden 3 auszuwählen und auf die 3 Plätze 1, 2, 3 zu setzen? Wie viele Möglichkeiten gibt es überhaupt, die ersten 3 Plätze zu besetzen, ohne dass die Reihenfolge eine Rolle spielt? Das sind so Fragestellungen, die ja aus der Kombinatorik kommen. Und da haben wir jetzt die 3 Begriffe, die in der Lerneinheit ja auch noch genauer hergeleitet werden. Und da können wir uns einmal mit der Frage beschäftigen, wie viele Möglichkeiten gibt es, aus n Elementen x auszuwählen, wenn die Reihenfolge wichtig ist? Das gibt die Anzahl von Variationen von x aus n Elementen. So, wie viele Möglichkeiten gibt es da? Machen wir vielleicht ein Beispiel: n gleich 5 und die Elemente sind a, b, c, d, e. Also das sind jetzt 5 Pferde, die einfach a, b, c, d, e durchnummeriert werden. Wenn das Kinder wären, wären das halt die Kindernamen. Wenn es römische Kinder wären aus dem alten Latein, hießen die wahrscheinlich Primus, Secundus, Tertius und so weiter. Erster, zweiter, dritter. Die Römer waren ja nicht besonders einfallsreich. Wenn die Kinder von Elon Musk benannt worden wären, dann hätte man ganz, ganz merkwürdige Zeichen, die man kaum aussprechen kann. Ich nenne sie jetzt halt einfach A, B, C, D, E. Welche Möglichkeiten gibt es, da jetzt die ersten 3 Plätze zu besetzen? 1, 2, 3, zum Beispiel A, B, C wäre eine Möglichkeit. B, C, E wäre eine zweite Möglichkeit und so weiter. Wie viele Möglichkeiten gibt es insgesamt? V von n gleich 5 und x gleich 3. So, und da würde ich jetzt Folgendes: den ersten Platz hier, wie oft kann ich den besetzen? Ja, offensichtlich 5-mal, weil ich 5 Elemente habe. Also hier kann A, B, C, D oder E stehen. Also habe ich für den ersten Platz 5 Möglichkeiten. Wenn der erste Platz besetzt ist, wie viele Möglichkeiten habe ich dann noch für den vierten, für den zweiten Platz? Ja, wenn der erste Platz besetzt ist, habe ich nur noch 4 Elemente zur Verfügung. Das heißt, hier kann ich nur noch 4 hinschreiben. Das heißt, insgesamt habe ich 5 an der Stelle und hier kommen nochmal 4 dazu. Zu jedem dieser 5 habe ich hier 4 Möglichkeiten. Also sind das 5 mal 4. Jetzt habe ich noch einen dritten Platz. Wie viele Möglichkeiten habe ich, den zu besetzen? Ja, die ersten beiden sind schon besetzt. Das heißt, von den 5 Elementen sind schon 2 raus, weil die jetzt hier drauf sind. Und das heißt, für den letzten habe ich noch 3 Möglichkeiten. Das sind also 5 mal 4 mal 3 gleich 60 Möglichkeiten. Wie wäre das allgemein? V von n und x. Ja, für den ersten Platz
habe ich n Möglichkeiten. Für den zweiten Platz n minus 1 Möglichkeiten. Für den dritten Platz n minus 2 Möglichkeiten. So, und wie weit geht das? Das geht bis 5 minus 3 plus 1. Dann sind es nämlich genau drei Elemente, 1, 2, 3. Und hier unten geht das dann halt bis n minus x plus 1. Aber wenn x 3 ist und n ist 5, dann geht das bis 5 minus 3 ist 2 plus 1 ist 3. So lange geht das. Das ist jetzt die Formel für die Anzahl von Variationen. Viele Taschenrechner und natürlich Statistikprogramme haben dann dafür eine Funktion, die man einfach aufrufen kann. Wenn Sie die nicht haben, dann müssen Sie im Prinzip von Hand so ausrechnen. Das erinnert aber letzten Endes, wenn Sie an mathematische Grundkenntnisse sich erinnern können, das erinnert so ein bisschen an die Fakultätsfunktion. Die sieht ja auch so aus, n mal n minus 1 mal n minus 2. Die geht allerdings bis 1 runter. Und insofern kann man das Ganze jetzt auch mit der Fakultät schreiben. Dann wäre das n-Fakultät. Bei n-Fakultät, wie gesagt, würde an der Stelle da hinten noch weitergehen. Bis n minus x, n minus x minus 1 und so weiter, bis man bei 1 angekommen ist. Und diese letzten Stellen, die braucht man ja nicht. Und dann wird das dividiert durch n minus x Fakultät. Das ist das gibt dann genau das gleiche Ergebnis wie hier oben. Bei der praktischen Berechnung von solchen Sachen muss man halt ein bisschen aufpassen. Bei der praktischen Berechnung muss man entweder diese Funktion oder also diese Form oder diese hernehmen, was gerade sinnvoller ist. Wie viele Möglichkeiten gibt es, drei Stellen aus 100 auszuwählen oder drei Elemente aus 100 auszuwählen? Wenn man das hier noch ausrechnet, 100 und 3, wie das 100 Fakultät durch 97 Fakultät. Das kriegen Sie mit einem normalen Taschenrechner schon nicht mehr ausgerechnet, weil die Zahlen viel zu groß sind. Das heißt, die Zahl ist sehr, sehr groß, die Zahl ist sehr, sehr groß. Der Quotient, der wäre wieder sozusagen handhabbar. Aber die beiden Werte können ja schon nicht ausrechnen. Wenn Sie das nach der Formel ausrechnen, müssen Sie halt rechnen 100 mal 99 mal 98. Und das kann man schon fast im Kopf. Das heißt, beim praktischen Ausrechnen muss man schauen, welche von diesen Formeln man benutzt. Das ist also, wenn es auf die Reihenfolge ankommt, ein Sonderfall. Wenn man alle auswählt, dann ist die Frage eigentlich die, wie viele Möglichkeiten gibt es aus n Elementen, n auszuwählen, wenn die Reihenfolge wichtig ist. Das ist letzten Endes die Frage, wie viele Möglichkeiten gibt es, n Elemente anders anzuordnen. Das ist also dann die Anzahl Möglichkeiten, n Elemente anders anzuordnen. Ja, und das ist dann sozusagen v von n und x ist auch gleich n. Und jetzt nehmen wir mal die zweite Formel, das wäre also n Fakultät durch n minus x Fakultät, also n minus, aber x ist ja n, n minus n Fakultät. N Fakultät durch 0 Fakultät. Und jetzt eine Frage, die halt für manche eine Fangfrage darstellt. Was ist 0 Fakultät? Und hier sieht man dann, dass es sinnvoll ist, dass 0 Fakultät 1 ist. 0 Fakultät ist 1, das ist also n Fakultät. Und das nennt man dann auch p. Ich glaube, es steht so in der Lerneinheit, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Das ist die Anzahl Permutationen von n Elementen. Also das lernen letzten Endes
wie eben schon mal formuliert, die Frage, wie viele Möglichkeiten gibt es, N-Elemente anders anzuordnen. Das ist einfach N-Fakultät. So, und jetzt kommen wir dann zu der Frage, wähle x aus n Elementen, aber jetzt ist die Reihenfolge unwichtig. So, wenn Sie beim Beobachten der Lottoziehung vor dem Fernseher sitzen und sich dann anschauen, wie kommen die einzelnen Kugeln aus der Urne heraus und sich diese Reihenfolge auch noch merken, dann werden Sie sehen, dass die Anzahl von Möglichkeiten, 6 aus den 49 auszuwählen, hintereinander, wobei die Reihenfolge wichtig ist, weil Sie die jetzt notieren, dann gegeben ist durch den Ausdruck da oben, N-Fakultät, 49 Fakultät durch 43 Fakultät. Wenn man das ausrechnet, kommt man auf rund 10 Milliarden. 10 Milliarden Möglichkeiten gibt es, wenn die Reihenfolge wichtig ist. Wenn die Kugeln dann einmal rausgekommen sind, dann werden die aber einfach der Größe nach angeordnet, gleichgültig wie die aus der Urne herausgekommen sind. Das heißt, letzten Endes ist dabei dann die Reihenfolge unwichtig. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das ausrechnen? Das nennt man jetzt die Anzahl von Kombinationen. C, N und X. Nehmen wir nochmal das Beispiel mit den 5, N gleich 5, X gleich 3. Da gab es dann ja zum Beispiel die Möglichkeit ABC, das ist eine Variation, BAC ist eine andere Variation, ACB ist eine Variation, nehmen wir mal BDE ist eine, DBE wäre eine zweite, weitere und so weiter. Das heißt, wenn die Reihenfolge wichtig ist, dann sind diese ganzen Möglichkeiten, diese drei Möglichkeiten, gleichbedeutend. Das heißt, sie stellen eigentlich nur eine Möglichkeit dar. Diese Möglichkeiten stellen eigentlich nur eine Möglichkeit dar, wenn die Reihenfolge unwichtig ist. Und jetzt überlege ich mir Folgendes. Wenn die Reihenfolge wichtig ist, Reihenfolge wichtig, dann haben wir gesehen, das gibt N-Fakultät durch N minus X-Fakultät. Da tauchen jetzt aber diese ganzen unterschiedlichen Möglichkeiten auf. Wie viele Möglichkeiten gibt es jetzt A, B, C anders anzuordnen? Ja, das ist das, was gerade mit den Permutationen ausgerechnet worden ist. Und drei Elemente anders anzuordnen, das gibt drei Fakultätmöglichkeiten. B, D, E anders anzuordnen, auch dafür gibt es drei Fakultät, 6 Möglichkeiten. Das heißt, diese ganzen unterschiedlichen Reihenfolgen, die sind sozusagen 6-mal zu häufig. Das heißt, wir müssen das Ganze dann noch, wenn die Reihenfolge unwichtig ist, müssen wir diesen ganzen Ausdruck n minus x Fakultät, den müssen wir jetzt noch dividieren durch die Anzahl von Möglichkeiten, die drei Elemente oder im allgemeinen Fall die x-Elemente zu vertauschen. Und das sind x-Fakultät-Möglichkeiten, das heißt, das müssen wir noch durch x-Fakultät dividieren und dann ist das c von n und x. Das ist die Anzahl von Kombinationen, c von n und x. Und die Anzahl von Kombinationen, die wird auch oft noch anders geschrieben, nämlich mit diesem Formelzeichen, das Sie vielleicht ja schon gesehen haben. Eine runde Klammer, oben steht das N und unten steht das X. Und das ist genau der Ausdruck. Und der Ausdruck N über X, so wie er gesprochen wird, der wird in der Praxis wesentlich häufiger benutzt als dieses Formelzeichen. Also N über X.
schnell ein paar Beispiele. N gleich 5, x gleich 3. So, dann würde da also stehen. 5 Fakultät durch 3 Fakultät mal 5 minus 3 durch 2 Fakultät. So, 5 Fakultät durch 2 Fakultät. Das war das, was wir eben schon mal hatten. Das ist ja einfach 5 mal 4 mal 3. 3 Fakultät ist aber 1 mal 2 mal 3. Ja, und dann sehen wir, zack, zack, ist 10. Hier sehen wir jetzt eine Methode, um die diese Größe sozusagen einfach hinzuschreiben. Ich schreibe nämlich einfach mal was anderes Beispiel. 10 über 4. Ich schreibe unten hin 1 mal 2 mal 3 mal 4 und oben in absteigender Reihenfolge genauso viele Faktoren. 10 mal 9 mal 8 mal 7. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So kann ich ihn jetzt relativ schnell hinschreiben und dann kann man gleich anfangen zu kürzen und sieht dann eben, 2 mal 4 ist 8, das und das ist 3 und dann ist das 21, 210. So, und was man jetzt auch noch sieht ist, nehmen wir jetzt mal 10 über 6. Wäre nach dem Prinzip 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 und oben 10.